Um Gottes Willen, du hast ja keine Chance gegen das Ding. Bodenlos, diese Waffe. Bodenlos, Alter. Es gibt wirklich keinen Grund, eine andere MP gerade zu verwenden. Nicht den geringsten. Warte mal, das ist meine Höhe. Stark. Warum Chinesisch ist Japanisch? Und weil es mir gefällt. Und weil ich die Sprache lerne. Deshalb mal moin. Das ist Müll. Ich habe damals 4-4 gespielt. Nein! No way! Zuerst YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich werde mich probieren, kurz zu fassen. Ich komme gerade direkt von der Nachmittagsschicht. Ich war gerade eben arbeiten, aber ich habe euch vor der Arbeit ja im Livestream versprochen, dass ich euch ein Video noch rausklatsche. Und zwar folgendes. Heute geht es um die Renetti mit dem Umbau-Kit. Und Ladies and Gentlemen, dreimal dürft ihr raten, welche Waffe das ist, also welche kleine Spritzpistole das ist, die euch in jedem Close Quarter Engagement holt. Und zwar, das ist nichts anderes als die Renetti mit dem Umbau-Kit, weil das Ding... Wir kennen Call of Duty, die testen ihre eigenen Updates nicht. Die haben irgendwas kaputt gemacht, dass die Waffe einfach jede andere SMG, die momentan verfügbar ist in dem Game, outdamaged. Gottlos. Die Time to Kill, ihr habt es im letzten Clip gesehen, ist absolut bescheuert. Und ich gehe davon aus, dass die Waffe auch nicht lange so stark bleiben wird. Also probiert sie nochmal aus. Habt nur ein bisschen Spaß mit der. Eure Gegner werden die sowieso auch alle verwenden. Also es ist so circa das Einzige, was ihr da am Boden findet. Und jetzt bekommt ihr halt die Klasse von mir, also beziehungsweise die Aufsätze. Dann könnt ihr die Waffe auch nochmal nachbauen und dann selbst noch ein bisschen Spaß haben, bis ihr sie höchstwahrscheinlich im nächsten Listen-Update schon patchen. So, folgendes. Wegen dem Loadout, das kriegt ihr zum Schluss von dem ganzen Video. Ich habe jetzt für euch noch zuerst ein bisschen Gameplay. Und zwar, das war die erste Runde, wo ich die Waffe ausprobiert habe. Und ihr merkt man selber an meiner Reaction, dass ich mir einfach nur denke, das Ding wird garantiert nicht mehr lange so stark bleiben, weil ich war echt überrascht, in was für Gunfights ich da irgendwie wegkomme oder beziehungsweise was ich da alles überlebe. Absolut bodenlos. Für die ganzen Leute, die natürlich nur da sind wegen der Klasse, selbstverständlich könnt ihr das Ganze einfach skippen. Jetzt will ich noch ganz kurz zwei Sachen loswerden, bevor wir zum Gameplay rüber switchen, und zwar twitch.tv/noescape. Erster Link unten in der Videobeschreibung, das ist die Plattform, wo ich halt im Querformat live streame, parallel mit YouTube und TikTok im Hochformat. Falls ihr da mal Hallo sagen wollt oder so, auch mal im Chat abhängen wollt, würde mich super freuen, ein paar von euch von YouTube da drüben auch zu lesen. Und ansonsten gäbe es noch das hier als Settings-Video. Das ist mein momentanes Settings-Video für Call of Duty Warzone 3. Da sind die aktuellen Controller-Settings drinnen. Ich spiele zwar noch mit ein paar anderen Sachen jetzt gerade momentan herum, aber das sind so circa die besten Controller-Einstellungen, die man verwenden sollte. Meine Settings-Video haben in der Regel eigentlich ein gutes Feedback bekommen und ich bin mir sicher, dass die einen oder anderen das Video eventuell noch gebrauchen könnten. Vor allem viele Leute sind jetzt zurück, da es ja wieder Rebirth Island gibt, und falls ihr da die richtigen Controller-Settings braucht, feel free, könnt ihr mal gerne abchecken, ist auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt switchen wir rüber zum Gameplay. Viel Spaß damit und dann sehen wir uns dann später wieder im Klasseneditor. Der Typ schon wieder. Oder? Was hat denn der? Was hat der gerade gemacht? Oh mein Gott. Ich schwör, Alter, ihr Ecken sitzt, das ist halt alles so scheiße. Das ist insane, wirklich. Der hat ein Loadout, by the way, Chat. Das kann ja nicht wahr sein, Alter.
Das finden wir es hier. Ach du liebes bisschen, was spielt denn der für eine Waffe? Das hat der unten ins Wasser ab, Alter, und das. Was spielst du für eine MC, Alter? Die MCW von dem Typen ist anders wild. Der wird nie was killen. Wenn du es mal schaffst, dass die MCW mit irgendeinem Bild einen Rückschuss hat, Alter, dann weiß ich, was los ist. Der hat es irgendwie gemanagt, dass die Waffe, die MCW, bei ihm einen Rückschuss hat. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert, Alter. Ja, Alter, der ich schwöre, ist halt echt so. Da ist ja auch da oben. Ist so geil, wie er die Waffe nachlädt, gell? Er ist echt flott beim Nachladen bei der Waffe. Er ist wirklich verdammt schnell beim Nachladen. Also ich kann den ganz normal gedrückt halten, oder was? Weil bei der Core muss der so komisch abdrücken. Okay, okay, jetzt bin ich gespannt auf die Waffe. Achso, okay, dauert ein bisschen bei dir, Max. Was hat der sich gerade gedacht? Warum meinst du, ging es gar nicht, oder was? Lena Lost habe ich gerade getötet. Sorry, Lena. Team ohne Headset? Hatte der drei Platten, der Kollege? Na, oder? Nice to get one, man. Oh my god. Na, ah, der hat aber. Ach du liebes bisschen, Alter. Das waren drei Platten. Ja, alles gut, ja. I think we got a problem with that weapon. Schau, das sind zwei Leute, die snipen sich nicht gegenseitig, sondern mich, Alter. Was hab ich für ein Problem mit meinem Aim heute, Alter? Ich wollte noch einen Kaffee auf jeden Fall. Tindikit, wie geht's dir, moin? Das ist echt ein bisschen heftig, Alter. Bada. Der Sound von der Waffe ist so dermaßen cool, Alter, irgendwie. Oh, das ist gut. Wer das Visier spielt auf der Waffe, auch das Snyder, oder habt ihr ein anderes Rotpunkt, was ihr lieber habt? Oh Gott, das will also keine Chance gegen das Ding. Ja, ich finde das Visier sowas von clean. Warte mal, das ist meine Höhe. Stark. Gut gekämpft, Bro. Warum Chinesisch ist Japanisch? Und weil es mir gefällt. Und weil ich die Sprache lerne. Deshalb mal moin. Das ist Markus. Bodenlos, diese Waffe. Bodenlos, Alter.
Es gibt... Es gibt wirklich keinen Grund, eine andere MP gerade zu verwenden. Nicht den geringsten. Tatsächlich. Es gibt keinen Grund, eine andere MP zu verwenden. Nicht mal ansatzweise. Die hat alle erdenklichen Ausreden, die Waffe. Um Gottes Willen ist die overpowered, Alter. What the fuck? Das ist ja ein kompletter Schwachsinn, Alter. Wie viel Damage haben die der bitte gegeben, Alter? Was ist denn da passiert? Das ist ja ein absoluter Schwachsinn, Alter. Ey, ist hinter mir? Wait a second. Na, warte mal, ist unter mir. So bodenlos broken ist. Absoluter Schwachsinn. Ja, mal schauen, wie lange das braucht, bis sie die nerven. Ehrlich. So, welcome back. Jetzt sind wir im Klasse-Editor und jetzt kriegt ihr mal die Klasse von mir. Ich habe sie nicht umsonst bodenlos genannt. Bevor ihr jetzt irgendwas macht hier, hier unten gibt es ein Conversion-Kit, das müsst ihr ausrüsten. Jack Ferocity Carbine Kit. Das, wie ihr das Ganze freispielen könnt, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, weil das wird mir hier nicht mehr angezeigt. Ihr müsst aber auf jeden Fall mal die Waffe auf Max spielen, also alles fertig leveln. Die hat 21 Level und dann könnt ihr das da unten dann erspielen mit einer gewissen Challenge. Ich glaube, es sind so 50 Kills oder so. Ich glaube, es geht im Beutegeld genauso wie im Multiplayer. Und wenn ihr das ausrüstet, dann könnt ihr schon mal da sehen, bei den Stats, da verändert sich alles. Also die ganzen Damage-Multiplikatoren, der ganze Damage generell, Effective Damage Range und so weiter und so fort. Die ganze Waffe verhält sich dann komplett anders und ist auch nur vollautomatisch. Und dann könnt ihr dann loslegen gleich mit diesem SAM-35 Kompensator Flash, also mit der Mündungsfeuerbremse, die man halt auch in Ranked sehr oft verwendet. Die habe ich hier oben. Dann habe ich hier als Visier dieses Snyder Visier. Ich verwende das eigentlich ganz gerne auf MPs teilweise, wo das Check Glasslos Visier nicht verfügbar ist. Das ist ja eigentlich eine normale Pistole. Und da gibt es dieses Check Glasslos Visier nicht. Und deswegen habe ich hier das hier oben. Das ist das von Vanguard. Könnt ihr aber einen Rotpunkt ausfüllen oder was ihr halt wollt. Ich finde das hier am cleansten. 50 Schuss Magazin. Man sieht das ein bisschen schlecht wegen der Tarnung. Die Tarnung ist echt cool, aber im Klassen-Dito merkt das nicht so nice. 50 Schuss Magazin. Gottlos eigentlich. Also mit dem Damage nur gleichzeitig so viel Muni haben, ist echt schlimm. Und dann hinten beim Stock, das sieht man auch nicht ganz gut, ist hier der Ravage 8 Stock. Das wäre hier die zweite Auswahlmöglichkeit für Gun Control. Deswegen ist die Waffe auch noch so bodenlos präzise. Auf jeden Fall, das ist diese geisteskranke Renetti Conversion Kit Klasse. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit der, solange sie noch so funktioniert, wie sie gerade eben funktioniert. Und ja, lasst mich wissen in der Comment Section, was ihr von der Klasse hält. Und falls ihr mehr sehen wollt von dem ganzen Content, was ich hier auf YouTube produziere, sei es jetzt Klassenvideos, Livestreams oder keine Ahnung, Settings-Videos, wie auch immer. Ihr wisst sowieso, was ihr zu tun habt, brauche ich nicht extra erwähnen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Viel Spaß beim Grinden und ja, bis zum nächsten Video oder halt in den Livestreams. Haut rein!